Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch einmal MetaMask vorstellen. Und zwar werden wir dort die Polygon-Blockchain integrieren. Außerdem werden wir den Para-Token hinzufügen. Und warum mache ich das? Para ist ein brandneues Projekt. Und wer sich darüber informieren möchte, der kann jetzt oben rechts in die Infocard drücken. Dort habe ich ein Video über den Paracoin verlinkt. Und wenn ihr mehr zu MetaMask wissen wollt, schreibt mich einfach an. Ich kann auch gerne weitere Videos dazu machen, wie man andere Netzwerke in MetaMask hinzufügt. Also viel Spaß bei diesem Video und let's go! It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Da ich kein Anlagenberater bin, kommt hier einmal der Haftungsausschluss. Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie dienen lediglich der persönlichen Information und geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder. So, und jetzt können wir mit dem Video starten. Alle Seiten, die ich auf diesem Kanal vorstelle, sind unter diesem Video verlinkt. Und vergesst nicht, falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, falls euch das Video gefällt, gebt mir gerne ein Like, abonniert diesen Kanal und schreibt mir gerne einen Kommentar mit eurer Meinung. Ja, damit ihr euch eure Paracoins kaufen könnt, braucht ihr einmal die Wallet MetaMask. Ich denke, die sollten viele kennen. Ihr müsst dort das Polygon-Netzwerk registriert haben und den Paratoken einfügen. Und das möchte ich euch jetzt einfach zeigen, wie das funktioniert. Dafür gehen wir als erstes mal auf Google und geben dort MetaMask ein. Also ich empfehle euch, ich mache es über Firefox. Es funktioniert halt über Firefox oder Chrome am besten. Und man kann sich auch einfach theoretisch die MetaMask-App am Handy ziehen. Da ich aber ungern Handyaufnahmen mache, will ich euch das jetzt einmal über den PC zeigen. Dann geht ihr einfach auf metamask.io, geht dann dort auf Download, Install MetaMask for Firefox, weil ich jetzt halt den Firefox-Browser benutze. So, Add to Firefox. Hinzufügen. So, und schon seht ihr hier oben in der Leiste diesen kleinen Wolf. Das ist nämlich MetaMask. So, willkommen zu MetaMask. Erste Schritte. Ich habe zwar schon MetaMask, aber wir sagen jetzt mal, ich hätte es noch nicht. Deswegen wollen wir eine neue Wallet erstellen. Ja, ich akzeptiere. Also ich empfehle immer, wer das macht, lest euch alles genau durch. Ja, wir müssen jetzt hier ein Passwort festlegen, mindestens 8 Zeichen. Ich nehme jetzt einfach mal irgendeins. Dann noch, ja, ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen. Nein, speichern nicht. Das war es erstmal damit. Dann drücken wir noch auf Weiter. Jetzt müsste man sich, also das empfehle ich euch auch, hier stehen eure 12 Geheimwörter drin. Jeder, der mit Kryptos zu tun hat und Wallets besitzt, kennt diese. Also weiß, was das ist. Schreibt euch die auf. Hier stehen 12 Wörter hinter. Schreibt euch die auf. Am besten schreibt euch die auf 2 oder 3 Zetteln auf und versteckt die, wo keiner dran kann. Weil mit diesen 12 Wörtern könnt ihr immer wieder eure Wallet regenerieren. Falls mal euer PC kaputt geht, euer Handy kaputt geht oder sonstiges, könnt ihr mit diesen 12 Wörtern eure Wallet wieder regenerieren. Das ist ganz wichtig. So, ich brauche die jetzt nicht, deswegen werde ich später erneut erinnern, weil das ist nur ein Probe-Account, um euch das alles zu zeigen. So, und MetaMask ist auch für Ethereum-Blockchain tätig größtenteils tätig. So, deswegen sind wir hier oben im Ethereum Mainnet. Wir haben jetzt 0 Ether im Wert von 0 Dollar. Hier unten steht nochmal Ether. Und ich kann euch gerne mal zeigen, wie man hier noch andere Tokens einfügt, wie man andere Blockchain-Netz, also wie man andere Netzwerke hier einfügt. Ich habe zum Beispiel auf meiner habe ich noch das XDAI-Netzwerk, ich habe auf meiner noch das Binance, die Binance Smart Chain und so weiter. Aber jetzt soll es erstmal um Polygon gehen. Und dafür klicken wir hier, das ist nämlich unser Account, klicken wir hier drauf und gehen auf Einstellungen. Dann gehen wir auf Netzwerke. Weil wir wollen ja ein neues Netzwerk hinzufügen. Wir haben bis jetzt nur das Ethereum Mainnet drin. Die anderen, das sind irgendwelche, mit denen wir nichts anfangen können, irgendwelche Testnetzwerke. Und wir wollen ja noch das Polygon-Netzwerk einfügen. So, um ein neues Netzwerk hinzuzufügen, gehen wir jetzt auf Netzwerk hinzufügen. So, dann einmal den Netzwerknamen eingeben. Das ist das Polygon Mainnet. Dann geben wir einmal die
URL-Adresse ein, die Chain-ID . Unser Symbol ist Matic auf der Polygon-Blockchain. Und dann noch einmal die Block-Explorer-URL. So, das wäre alles, was wir eingeben müssen. Ich werde es unten in der Beschreibung auch nochmal hinschreiben, dass ihr euch das einfach kopieren und einfügen könnt. Oder halt auch abschreiben könnt, wie ihr es lieber habt. Jetzt gehen wir auf Speichern. Und jetzt sehen wir schon, hier oben haben wir das Polygon-Mainnet. Jetzt ist es so, wir können immer noch zum Ethereum Mainnet natürlich einfach wechseln und hier Ethereum hinschicken, aber wir arbeiten jetzt mit dem Polygon Mainnet. Und im Endeffekt funktioniert das auch so mit der Binance Smart Chain, mit der XDAI Chain und. Man muss einfach nur die Netzwerke hier einfügen und wissen, was man da reinschreiben muss. Wie gesagt, ich habe es jetzt für euch unten hingeschrieben in die Beschreibung und für alle anderen Netzwerke kann ich ja auch gerne ein Video machen oder sonstiges. Da müsst ihr mich einfach nur fragen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier das Polygon-Netzwerk und haben 0 Matic. So, und jetzt wollen wir ja hier aber den Paratoken sichtbar machen, weil das ist ja der, den wir kaufen wollen. Und dafür gehen wir auf Import Tokens. So, und jetzt fragen die uns hier nach einer Token-Vertragsadresse. Und das ist auch das Einzige, was ihr braucht. Diese werde ich natürlich auch unten in die Videobeschreibung packen. Diese kopiert ihr dann und fügt die hier ein. Und dann seht ihr schon, dass sich das Token-Symbol und diese Zahl hier automatisch eingefügt haben. Und hier steht schon Para. So, wenn wir jetzt Add Custom Token machen, dann Import Tokens, dann sehen wir, jetzt haben wir hier Para drin. Wenn wir jetzt nochmal einmal zurückgehen, ja, jetzt will der, dass wir unsere 12 Wörter hier aufschreiben. Das mache ich aber jetzt nicht, weil ich den Account eh gleich wieder löschen werde. Und dann sehen wir jetzt halt hier, dass wir 0 Matic und 0 Para haben, aber der Coin ist hier. Und wenn wir jetzt die Coins kaufen und die fragen uns nach unserer Wallet-Adresse, wo die Para-Coins hinschicken wollen, dann müssen wir die hier nehmen. Und das ist ganz einfach, indem man einmal drauf drückt, dann hat man die kopiert. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es ist immer die gleiche. Ob ihr Matic hier hinschickt, ob ihr Para hinschickt, es ist immer die gleiche. Und achtet mal auf die Adresse, ich gehe jetzt wieder im Ethereum-Netzwerk, es ist immer noch die gleiche. Ja, also man hat eine Wallet-Adresse für die ganzen Coins, die man hier auf dieser Wallet haben kann. Also ganz, ganz easy. Ne? Und dann könnt ihr, wenn ihr euch die gekauft habt, könnt ihr euch die Para hier angucken. Ne? Ich habe hier jetzt auf meiner Wallet habe ich hier meine Anzahl auch stehen. Die sind einwandfrei angekommen, ohne Probleme. Und dann könnte ich hinterher die MetaMask Wallet mit einer Exchange verknüpfen, wo diese Coins halt, wo man diese Coins dann halt später verkaufen kann und kann sie dann dort verkaufen, wenn ich das möchte. Aber das, wie gesagt, werde ich euch alles dann noch zeigen, wenn es denn soweit ist. Ich hoffe, ihr habt das jetzt auf jeden Fall schon mal verstanden mit MetaMask und wie man den Coin hier einfügt und dann hier auch die Para-Coins hinschicken kann. Und was dieser Coin genau macht, das erzähle ich euch dann im nächsten Video, damit ihr auch genau wisst, was dort Sache ist. Solltet ihr nicht warten wollen auf mein nächstes Video, wie gesagt, geht in die Telegram-Gruppe, durch wird euch alles gesagt. Guckt euch das White Paper an, weil das werde ich euch im nächsten Video dann wahrscheinlich vorstellen. Und dann wisst ihr alles, was ihr, oder dann habt ihr alles, was ihr wissen müsst. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und natürlich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst. Wenn du die Glocke aktivierst, wirst du sofort benachrichtigt, wenn ich ein neues Video online stelle. Und so bist du immer auf den Laufenden. Alle Anmelde-Links findest du immer in meiner Beschreibung unterhalb des Videos. Und wenn du 10% Trading-Gebühr bei Binance sparen willst, ist auch dort der Registrierungslink in meiner Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zu meinem nächsten Video.